Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Hass Reiter und wir sind in einem dritten Vorgestellt von Mayhem and Single Valley. Ich habe mal ein bisschen im Internet gespickert und habe dann gesehen, wie es geht. Also wir müssen diese blöden scheiß Eichhörnchen gar nicht kaputt machen, sondern einfach nur zusehen, dass wir in dem Spiel weiterkommen. Dann würde ich sagen, nach dem Intro starten wir mal noch eine Session. So, dann legen wir mal los, einfach hier auf weiter und dann mal gucken. Wir waren ja, glaube ich, wieder in den Garten gegangen und dann müssen wir wieder raus und dann müssen wir einfach schauen, dass wir da wegkommen, ne? Okay, da ist er runtergefallen, das war jetzt vielleicht nicht so prickelnd. Oh, jetzt ist der Hundi schon da hinten rausgelaufen, habt ihr gesehen? Ja, schauen wir mal. Hier sind jetzt die ganzen Viecher, die uns aber total egal sein können. Wir laufen einfach hier durch, da ist noch einer. Könnten die wahrscheinlich mit Bierdosen ablenken oder sowas, aber das ist jetzt gar nicht unser Ziel. Wir müssen hier einfach nur durch. Und den Weg da oben links einfach weitergehen. Das ist das Ziel. Ja, muss man wissen, ne? Man denkt ja, diese Eichhörnchen muss man alle platt machen oder sowas, aber ist gar nicht so. So, hier können wir diese Dingenskassette mitnehmen. Wofür es gut ist, weiß ich nicht. Da sind ein paar Vögel, hier sind irgendwelche Fische da im Wasser, die wahrscheinlich auch nicht mehr so gut sind. Aber fliegende Fische und oh, hat uns dieses Kaninchen erwischt. Okay, das heißt, wir müssen mal hier aufsammeln und dann geht's weiter. Die Fische, die wollen wir mal außen weglassen, die sind diesmal nicht hinterhergekommen. Da sind wir vorbeigekommen. Ich hoffe, hier kommen wir auch vorbei. Da sind die Fische, da müssen wir aufpassen. Okay, da ist auch noch ein Kaninchen hier unten lang. Vielleicht kriegt es uns dann nicht. Ne, kriegt es uns nicht. Da ist unser Rucksack am Laufen, wie wir gerade gesehen haben. Dann wollen wir mal sehen, dass wir da hinterher kommen. So. Da läuft das Kaninchen. Ne, das Eichhörnchen. Was? Oh, was ist das denn für ein Vieh? Oh. Psst, psst. Was ist psst, psst, psst? Ich war schwimmen. Dann passiert etwas Folgendes. Ein Eichhörnchen fraß mein Badezeug. Hier wird langsam kalt. Ah, da gibt es sozusagen noch eine Quest zusätzlich. Aber ich sehe hier keine Zeug hier zum Anziehen. Da oben sind schon wieder Kaninchen. Ich weiß nicht, wo ich dem was zum Anziehen herbesorgen kann. Das Eichhörnchen, das Kaninchen ist ja noch gut. Und der Typ ist auch noch gut eigentlich. Aber jetzt ist nicht mehr gut. Aber ich sehe jetzt keine Sachen zum Anziehen, die der braucht. Ist der gut oder ist er schlecht? Ich habe heute ein tolles Angebot für dich. Einmal Gegner gegen einmal TNT. Aber ich habe keins, oder? Du hast nichts, dass ich es brauche, okay. Na dann. Ich glaube, dann kommen wir jetzt hier leider nicht weiter, ne? Hier gibt es auf jeden Fall Möhren. Kein Platz mehr. Okay. Also dem kann ich jetzt glaube ich nicht mehr helfen, weil ich hier irgendwie keine Dinge sehe. Keine Anziehsachen sehe. Naja, dann ist das so. Kann man hier irgendwas machen? Ja, oder? Doch, hier können wir was machen. Also hier kann man auf jeden Fall reingehen, sagen wir es mal so, aber... Ist hier was im Schrank? Hoch, ein Magazin FKK, jeden Tag. Ja, keine Ahnung. Also hier hat es mir jetzt gerade nichts gebracht. Da lauter Möhren, die kann ich jetzt den Kaninchen entgegenwerfen, glaube.
Aber deine Anziehsachen, tut mir leid, die sehe ich hier nirgendwo. Ah, die haben tatsächlich die Möhren gesehen, das heißt, ich komme da dran vorbei. Ah, hier wäre was zum Anziehen, ne? Jetzt könnte ich den Schlüpper da unten bringen, ne? So, jetzt wollen wir schnell nochmal dahin gehen, ins Gebüsch. Vielleicht bringt es mir ja ganz viel, dem jetzt noch die Anziehsachen zu bringen. Ah, jetzt kann er. Danke für die Unterhose. Wo geht denn der hin? Ah, der geht da rein. Kann ich mit dem noch interagieren? Ne, ich glaube nicht. Das war halt nur eine Nebenquest wahrscheinlich. Okay, dann nehmen wir hier noch das Dingens. Okay, da sind wir dran da vorbei. Hier gibt es noch keine Bösen, aber da links werden jetzt schon lauter Böse gemacht. Oh, verrückt. Und da hat mich das Kaninchen erwischt. Sieht nicht so aus, als ob es so einfach wäre, hier vorbeizukommen. Ah, da kommen wieder die fliegenden Fische. Hier fressen sie gerade das Zeug alle. Hier müsste ich jetzt schnell den Baum schütteln, oder wie sehe ich das? Okay, das schaffe ich nicht. Da ist auch noch was. Und der hat mich erwischt, obwohl ich die Möhre da hingeschmissen habe, sonst shit. Okay, das wird jetzt noch nichts. Also das habe ich jetzt gerade geschafft. Jetzt müssen wir hier schnell das F drücken für den Baum. Hallo, können wir jetzt mal hier F drücken? Und dann muss ich da gleich schauen, dass ich da vorbeikomme. Und ich bin vorbeigekommen. Sehr gut. Level weiter. Oder was ist das hier? Ja, super, das war ja eine tolle Begrüßung, ne? Ach nee, ne? War jetzt nicht so prickelnd, dass das da runtergefallen ist. Boah, wie weit springen denn die Fische, ey? So, jetzt kommen wir hier weiter. Da dürfen wir nicht lange überlegen, da müssen wir gleich weiterlaufen. Sonst erwischt es uns da sofort, ne? Oh, das sind aber Flitzer-Dingens, wie heißt es? Ach, das macht keinen Spaß. Weißt du, wenn du da dann kaputt gehst, weil der so schnell läuft, was willst du denn da machen, ha? So, jetzt müssen wir hier zu den Dingens. Ja, ich weiß jetzt, dass es da ist, aber ich wollte jetzt hier, wenn jetzt mal der Buchstabe F hier erscheinen würde, kannst du auch knicken, oder? So, jetzt versuchen wir hier nochmal vorbeizukommen. Und da sind diese Flitzer und das macht keinen Spaß, ne? Kannst du knicken, kannst du absolut knicken. Das Spiel ist total hohl. Ich habe die Möhre da hingeschmissen und bin kaputt gegangen, ne? Also, Leute, wer sowas programmiert, ne? Sorry, aber das... Ah?
Schon allein, dass ich jetzt hier nicht das F drücken kann, sondern dass er den Dingens bringt, wie heißt es? Jetzt muss ich mit Q den Dingens wechseln. Ja, Leute, wie ihr merkt, das Spiel ist so toll programmiert, ist so schwierig. Das heißt, ich kann das erstmal sein lassen hier. Also, das war noch ein Versuch. Ich habe es jetzt gesehen, dass man hier weiterlaufen kann, aber mir bringt es das nicht, ne? Also, zu sowas habe ich dann keine Lust. Ihr habt jetzt gesehen, das war jetzt die dritte Geschichte und die hat jetzt leider nicht so viel Spaß gemacht. Damit ist für mich das geklärt, dass ich das beiseite legen werde. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Falls ihr noch keine Uhrarbeit macht, eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau eines anderen, ne, Spiels. Bis dann. Ciao.